Und deshalb frage ich dich, Heike Glober, willst du den hier anwesenden Gerd Stöcker zu deinem Ehemann nehmen? Ja. Ja, die ist da. Das kann ich machen, ja. Einen Moment. Da ist ein Anruf für Sie. Hallo? Mutti, warum rufst du gerade jetzt? Ja, ich hab zu tun. Ich heirate gerade. Weil du sowieso nicht gekommen wärst. Ja, ich weiß, dass du Gerd scheiße findest. Ja, aber es ist mein Leben, das ich versaue. Weil er viel Geld hat. Nein, nein, wir haben keinen Ehevertrag gemacht. Ja, richtig, weil ich dann die Hälfte... Ja, okay, ich dich auch, Mutti. Ja, ich rufe dich morgen. Ja, tschüss. Tschüss. Was war das denn? Wie Mutti so sind. Können wir weitermachen? Willst du ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt. Und so frage ich dich nur. Willst du, Vera Steffens, Tom Hausner lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Moment. Das haben Sie jetzt aber nicht ernst gemeint, oder? Was? Bis dass der Tod euch scheidet? Das kann man ja sonst nur aus Filmen. Also, die Ehe ist ja bekanntlich der Bund fürs Leben. Ja, aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich mich hier jetzt verpflichte, für immer mit Tom zusammenzubleiben, oder? Nein, um Gottes Willen. Wo denken Sie hin? Natürlich für immer. Was glauben Sie denn? Also, willst du... Moment. Entschuldigung. Aber Tom, du weißt, ich bin verrückt nach dir. Aber für immer? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch gerade so ein kleines bisschen überrascht. Ich meine, für immer, das kann ja unter Umständen ziemlich lange sein. Also. Entschuldigung, wie wäre es denn, wenn die beiden erstmal nur bis nächsten Sommer heiraten, oder? Also, mir zumindest würde die Entscheidung dann viel leichter fallen. Ja, das fände ich auch viel cooler. Man kann ja heute so schwer im Voraus planen. Ja, man muss ja auch flexibel sein heutzutage. Kann sein, dass ich 10 Jahre ins Ausland muss. Was dann? Ich meine, hier die Zeremonie, die ist wirklich wunderschön. Aber für immer, da sollte man schon ein bisschen realistisch bleiben. Verstehe. Also gut. Willst du, Vera Steffens, Tom Hausner, bis... Im nächsten Herbst? Bis zum nächsten Herbst zum Mann nehmen? Probeweise. Willst du ihn in dieser Schnupper-Ehe spaßeshalber austesten? Ihn auf Herz und Nieren prüfen, ohne irgendwelche Verpflichtungen? Dann antworte jetzt mit... Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Und du, Tom Hausner? Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Dann dürfen Sie die Braut jetzt küssen. Aber Sie müssen noch nicht. So, der Smoking. Das ist das beste Stück, das wir haben. Der liegt bei 899 Euro. Hui. Ja, Sie wollten das Beste, Sie bekommen das Beste. Für welchen Anlass brauchen Sie den Smoking denn? Wir heiraten. In 4 Wochen. Sekunde. Das hier wäre unser Hochzeitssmoking für den Bräutigam. Ach, da gibt es spezielle Smokings. Schatz, wozu sind wir denn hier? Ja. Und der Unterschied zu dem anderen wäre?
Das hier ist der Hochzeitssmoking. Okay. Und der kostet? 1299. Aha. Und ist da noch irgendwas Besonderes dran? Also vom Stoff her oder so? Der ist für den Bräutigam. Da siehst du's. Ja, das habe ich verstanden, aber der andere sieht identisch aus und kostet 30% weniger. Das ist ja auch ein Smoking. Das hier ist ein Hochzeitssmoking für den Bräutigam. Okay. Und ist das jetzt Seide oder? Nein, der ist für Männer, die heiraten. Ja. Aber ich zahle doch nicht 30% mehr für denselben Anzug, nur weil ich heirate. Schatz, hilf mir doch mal. Du bist der Bräutigam. Du kannst doch nicht irgendein Smoking tragen. Man heiratet ja schließlich nur einmal.